Der klingt gut. Anfertigen. So. Und ja, jetzt ist Durenz voll mit gekochtem Zeug. Ich glaube, dieses Goldrot-Prim, das brauchen wir gar nicht mehr. Das macht ja bloß Dings. Wo ist es denn? Goldrot-Prim. Ja, genau, Erschöpfung weg. Also verringert die Erschöpfung. Aber Blaskon, ich weiß gerade gar nicht. Ich muss echt mal gucken, was wir alles für diese zum Beispiel Blachenfleischgerichte und so, was wir alles für diese Gerichte brauchen und dann das aussortieren mal, was wir nicht brauchen. Ich finde es schade, dass die Sachen, die wir zum Kochen brauchen, nicht einfach als Zutaten gelistet werden, sondern einfach als Nutzsachen. Perlholzhuhn, Rautai-Süßpastetchen. Herzhafte Pastete könnten wir noch machen. Aber nee, Durin schleppt jetzt genug Essen mit sich rum. Das reicht erstmal. Und eigentlich sollte... Hey, da haben wir solches Golan-Zeug, was der andere Händler da wollte. So, eigentlich sollte Essen bei Hagrim bleiben. Weil Durins haben wir nicht immer in der Gruppe, jedenfalls ja. Obwohl ich den jetzt eigentlich in der Gruppe behalten möchte für den Rest. Weil die einzige... Na okay, wir müssen mal kurz den Druiden mitnehmen, wenn wir in die Tempelhügel da wollen. Wie hieß der, das Gebiet da nochmal? Altlied, genau. Altlied und Grabinsel, da hat uns der Druide gebeten, dass wir ihn mitnehmen. Und sonst können wir hier nicht weiter. Gut. Dann geht es jetzt zur Botschaft und dann von der Botschaft zum zur Schmelztiegelburg. Und da bleibt nur noch der Kupferweg. Ich wäre ja echt froh, wenn auf dem Kupferweg ein Händler wäre, der Rubine verkauft. Oder Saphire. Ich würde nämlich gerne endlich mal meine Armbrust verbessern. Meine Schutzmauer, meine Arbaleste. Und hey, sie brennen wirklich wieder, die Scheiterhaufen. Also die Magrat-Statuen. Und da ist nur ein Marktschreier. Gut. Sie brennen tatsächlich alle wieder. Brennen sie eigentlich auch auf der Karte? Ja, sie brennen sogar auf der Karte. Sogar hier steht es so eine. Es stehen drei Stück in diesem Bezirk, die jetzt alle brennen. Cool. Finde ich sehr cool. Edelmänner. Justiziare. Balianische Soldaten und Diplomaten. Wir wollen hauptsächlich zum Botschafter. Wir müssen ihn warnen. Und wir müssen ihm Bescheid geben, dass... Auch wenn es nirgends in den Questen steht, aber Palegina hat uns darum gebeten, dass wir nochmal mit ihm reden. Agenten des bleiernen Schlüssels. Gott. Vincent Agosti, Palegina warte. Die Stimme des Botschafters zittert, also langsam und kaum sichtbar seine Hand tippt und Palegina aufzuhalten. Männer sind gekommen, Männer, die... Das reicht, Botschafter, wir können für uns selber sprechen. Der schlanke Elf neben dem Botschafter grinst leicht und spielt mit einem Stilett herum, mit dem er seinen Gefangenen zur Bekräftigung gleich die Seite piekst. Seine hellgrünen Augen schauen nach oben in das wütende Starren Palaginas. Dein Vorgesetzter hier sagte mir, er wollte nicht, dass du Untersuchungen anstellst. Mit gespielter Verwirrung im Gesicht kratzt er sich mit dem Stilett am Kopf. Seiner Version der Ereignisse nach scheinst du mit dem Befolgen von Befehl nicht sonderlich gut zu sein. Mach nichts Überstürztes, wir können doch darüber reden. Wir müssen davon ausgehen, dass uns deine Befehle ebenso wie die deiner
die russischen Kameraden bei der Sturmwaldschlucht umbringen sollen. Wenn du noch nicht selbst drauf gekommen bist, wird das auch nicht mehr passieren. Ich mag dein süffantes Getue nicht. Ich glaube, ich werde dich jetzt umbringen. Agrim nimmt natürlich das Mittlere, er provoziert ihn mal. Um eine schlaue Antwort bist du nie verlegen, was? Ehrlich gesagt finde ich dich wirklich nicht sehr komisch. Der Elf hält das Dilett an den Hals des Botschafters. Na, was meinen Sie, Botschafter? My vows are to ensure the safety of the republics. Sometimes that means breaking orders, not following them. Palegina kneift die Augen zusammen und beißt die Zähne zusammen. Ich habe mein Gelübde darauf geleistet, die Sicherheit der Republiken zu gewährleisten. Manchmal bedeutet das, sich den Befehlen zu widersetzen, anstatt sie zu befolgen. Sicherheit? Der Elf kichert leise. Ich glaube nicht, dass es dem Vajaschen Dux dadurch gefallen wird, dass dein Ungehorsam zu einer Botschaft voller toter Diplomaten geführt hat. Your first error was mistaking my countrymen for helpless sheep. Freros, Ceres, children of the republics. Show these dogs the price of threatening our people. Palaginas goldene Augen blitzen auf, ihre Iriden scheinen unmöglich groß zu werden. Euer erster Fehler war, mein Land sollte für hilflose Schafe zu halten. Palegina dreht den Kopf um die Valianer, dreht ihren Kopf, um die Valianer, die im Raum mit vorgehaltener Klinge bedroht werden, mit energischer Stimme anzusprechen. Ferreros, Ceres, Kinder der Republiken, zeigt diesen Hunden den Preis dafür, unser Volk zu bedrohen. Okay, valianische Diplomaten und Vincent Agosti. Ich schicke Palegina am besten gleich mal zu dem hier, dass sie sich um den da kümmert. Alof. Verballert die hier mal. Wow, wie ist Edda da so schnell hingekommen? Okay. Alof kann den hier auch gleich mal verballern. Und dann noch einen normalen hinten nachsetzen. Und gleich nochmal einen nachsetzen. Achso, das war gar nicht jeder, das war ein valianischer Soldat. So, ihr könnt ruhig alle mithelfen. Ambassador, are you all right? Botschafter, geht es Ihnen gut? Der Botschafter schüttelt sein Gefropf und betrachtet die Folgen der Schlacht. Bin ich am Leben? Ja, es geht mir nicht gut, Palegina. Wenn man ihn trinken sieht, ist das die Ernte. Diverus, you should be thanking me, Merla Panita. Do you think that if we ignore this, that it would go away on its own? Palegina hört die Worte des Botschafters mit ungläubigem Gesicht. Diverus, danken sollen Sie mir, Merla Panita. Meinen Sie, sie wären von selbst wieder gegangen, wenn wir das ignoriert hätten? Nein, ich muss zugeben, dass diese Leute gefährlicher sind, als ich dachte, aber das entbindet dich nicht von deiner Verantwortlichkeit. Palegina's Federn stellen sich augenblicklich protestierend auf, das stelle ich mir lustig vor. Ich werde zu Hylia beten, damit sie deine Reisen beschleunige. Please don't. Bitte nicht. Handle nach deinen Möglichkeiten, ich werde dasselbe tun. Vorerst heißt das beten. Der Botschafter zuckt mit den Achseln und wirft die Hände nach oben. Viel Glück euch beiden. Ado Vidorio. Ado Vidorio. Ado Vidorio. Hm. Ja, mal wieder den bleiernen Schlüssel ein bisschen zerlegt. Trag des Duplikats des Zauberers. Für Alof. Und wohl die Kakutten. Ja. Oh, und hier liegen auch noch wohl die Kajungs rum. Nein, das ist valianische Kleidung. Ups. Kupferstücke, Goldsohle. Okay, Alof, du kannst mal die Duplikat des Zauberers hier reinpacken. Und Durals sollte mal die Schriftrollen loswerden. Nebenbei Schriftrollen und so. Das habe ich ja gerade gesagt. Ich wollte ja kurz gucken nach den Gebrauchsgegenständen. Also das hier kann raus. Das brauchen wir nicht. Rieselschwamm. Weißblatt.
Okay, das ist eine Droge. Die kann auch mal raus. Schneekappe. Okay, der kann auch mal raus. Alles am besten, so. Carlo Golan. Goldrot Priem. Svef. Oh, da ist Schnaps. So, oh, der ist sogar sehr viel, sehr gut stackbar. Den Rest, also abgesehen vom Swift natürlich, so, der Rest sieht alles so verarbeitbar aus. Ja. Gut. Ja, Öl und so, und Trank des Duplikats des Zauberers. Und kleine Ausdauertränke, genau. Die waren ja auch hier. Dann kriegst du erstmal die kleinen Ausdauertränke. Alof kriegt noch einen Tag des Duplikats des Zauberers. Und da muss ich mal gucken, was die Sachen alle bringen und sie dann vielleicht mal entweder benutzen. Fokussteigerung. Wahrnehmung minus Macht. Nee. Also Blaskorn werde ich wahrscheinlich verkaufen. Goldrot Priem werde ich auch verkaufen. Weißblatt. Wille, Max Ausdauer. Nee, das werde ich wahrscheinlich auch mal verkaufen. Rieselschwamm. Wahrscheinlich auch. Gut. Indeed. Jetzt mal raus hier. Wir haben wieder die verbleibende Gürtel ausgezogen. Ich finde es lustig, dass sie das eingebaut haben. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Skyrim. Wo man auch jedem Gegner alles ausziehen konnte, was er trug, bis auf die Unterwäsche. Also ja, so gesehen ist das realistisch gemacht, dass wenn bei einem schon was auszieht, dass es dann weg ist halt. So, das heißt, letzte Haltestelle ist die... Hätten wir mit ihm noch mal reden sollen? Ja, das ist eine gute Frage. Wegen der Sache an den Zwillingsulmen. Gehen wir noch mal schnell rein, nehmen wir uns die Minute. Ja. Und ja, ich verspreche, bei der nächsten Aufnahmesession konzentrieren wir uns so gut wie möglich auf die Hauptqueste. Good day to you. Diese Dürrwälder sind wahnsinnig. Ihr Duck wurde ermordet, also brennen sie fast die Stadt nieder. Er hebt die Hände und blickt an die Decke. Dieses Geoderie. Wie ich mich freue, wieder nach Orsia zurückzukehren. Okay. Das heißt, die werden wohl ihre Botschaft aufgeben wollen und nach in die Valianischen Republiken zurückkehren wollen. Ich hoffe ja echt auf einen zweiten Teil vor dem Spiel. Ich habe mir nämlich mal die Map angesehen, die bei der Box-Edition dabei war. Da war ja so ein schönes Poster dabei mit der Kontinentkarte auf der Rückseite. Der Kontinent ist eigentlich groß. Also da ist das hier, was man hier so sieht, ist vielleicht ein Sechstel davon, wenn nicht sogar weniger. Also das hier ist wirklich nur der Dürrwald. Es gibt noch so viele Gebiete. Oh. Ach, egal. Dass wir schnell einen Modus drin haben, da sind wir halt schneller. Aber es gibt noch Reed Service, es gibt die Valianischen Republiken, es gibt das, ich glaube, die ganzen Inseln da unten, die Feuerinseln oder wie die nochmal hießen. Es gibt die weißen Marschen, die oder die weißen Lande. Alles Mögliche. Bin fast sogar schon gewillt, die Karte kurz rauszuholen. Moment, während das hier lädt, kann ich mal kurz auf die Karte gucken. Also ja, was sieht man auf der Karte? Die würde ich gern mal irgendwann einblenden. Also ja, die Valianischen Republiken. Ach, ich mache jetzt erstmal weiter beim nächsten Ladebildschirm.